Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Miss Survival an Tag 13. Und ich bin gerade aufgestanden und habe festgestellt, dass wir eine Food Poisoning haben, ja, also eine Lebensmittelvergiftung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns gestern da so eine ranzige Kartoffel reingeschraubt haben. Da müssen wir mal gucken. Wir brauchen dafür, so wie es aussieht, Antibiotika. Dann schauen wir mal, dass wir uns das Zeug mal reinhauen. Ich weiß auch noch nicht, was das jetzt für... Wo ist denn das Zeug? Hä? Ah ja, okay. Was das jetzt so für Auswirkungen hat. Ob wir da irgendwie... So. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mal was zu essen kriegen. Ah, wir können uns jetzt nicht voll mit Essen packen, oder? Jo. Das ist natürlich doof. So, wir haben es früh morgens um 7. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe gestern Abend, wo die Folge zu Ende war, habe ich noch so ein paar Pfeile gebastelt. Wir haben uns ja zwei Hühner geschossen. Dann müssen wir auch das Hühnerfleisch essen. Ich glaube, das verdorrt schneller wie das getrocknete Fleisch. Ja, das hält sich länger. Okay, müssen wir mal gucken. Scotty, wie ist die Lage? Erzähl. Ja, er talkt immer noch nicht zu uns. Er hat auf jeden Fall noch eine Beefcan dabei. Bewaffnete Sau bis an die Zähne. Sehr gut. Ja, was wir machen müssten, wäre eventuell mal unser Häuschen ein bisschen zu sichern. Sprich, die Fenster, wo die Kollegen rein können. Ah, hier liegt auch noch so eine Potato rum. Dass wir hier eventuell mal Zäune davor machen, ja. Habe ich mir jetzt mal so überlegt, das wäre doch eigentlich keine verkehrte Idee. Warte mal. Zäune. Wenn wir hier einfach so, zack, machen wir hier hin. Bams. Die Frage ist nur, ob die nicht trotzdem sich hier so Zugang verschaffen können. Aber am besten testen. Wir werden es dann ja sehen. So, jetzt brauchen wir natürlich Stöcker und jede Menge Komponenten. Lieber Scotty, willst du mal ein paar Stöcker schnitzen? Das wäre echt nice. 16 Stück. Stöcker. So. Bisschen. Hä? Warum geht denn das immer wieder weg? Was ist mit Scotty los? Warum kann der das nicht machen? Scotty, arbeiten sollst du. Komm her. Los. Tu was. Tu was. Das macht er nicht. Das ist so ein Scheiß. Er will das selber machen. Egal. Stöcker und Komponenten. So. Die hier. Zack. Attacke. So, dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich mal ein bisschen auf Achse gehen. Und schauen, dass wir Zeug finden. Vor allem Scrap Metal. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. So. Ja, jetzt kommt man hier auf jeden Fall schon mal nicht mehr ans Fenster ran. Ist die Frage, ob das auch was bringt, ne? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber wir werden das ausprobieren. Dass zumindest die Viecher nicht mehr bei uns im Wohnzimmer stehen, das wäre schon echt was Feines. So. Jo, wir haben nichts mehr. Okay. Komponenten. Die gehen auch langsam zur Neige und Stöcker auch. Da müssen wir mal wieder Stöcker sammeln. Naja. Wird schon werden.
Manchmal sieht es immer so aus, als ob der Nebel kommt, aber der kommt nicht. So, Scotty läuft hier rum, aber irgendwie, der kann nichts mehr machen. Aber warum? Ach, jetzt kommt der Nebel. Okay, pass auf, dann können wir jetzt mal was testen. Dann gehen wir nämlich jetzt hier auf unser auf unseren Ausguck. Und dann können wir uns jetzt ein paar Zombies jagen. Na, Scotty, was geht ab? Alte Granate. So, ich glaube, hier oben sind wir nämlich sicher. Und wenn nicht, dann snippen wir die hier von der Leiter runter. So, ich muss nur aufpassen, dass ich da gleich nicht runterhüpfe, wenn hier unten die Zombies rumrennen. Wann kommt der Sound? Wann kommt der Sound? So, dann müssen wir auch gucken. Ich glaube, wir sind voll hier, oder? Nee, nicht ganz. Aber wir hätten 8 Stöcker dabei. Das heißt, wir könnten uns noch hier oben sogar ein paar Arrows schnitzen. Mach mal 10 Minuten. So, da ist der Sound. Gucken wir mal, wo sie sind. Die Kollegen. Aha, da ist schon der erste. Aber ich glaube, auf die Entfernung, da treffe ich die nicht. Da verschieße ich wahrscheinlich mehr Pfeile, als dass ich... Das Sinnvollste wäre schon, dass wenn die hier unten rumrennen, dass wir die von oben... Bam, sind Kopf. Ist nun die Frage, wie die auf uns aufmerksam gemacht werden. Ob die von alleine kommen, weil wir hier rumstehen, oder ob die... Weiß nicht. Also das ist auf jeden Fall einer. Den treffe ich nicht von hier. Ne, jetzt wollte ich nicht versuchen. Oder? Vielleicht müsste ich mal mit der Pistole so einen Schuss abgeben. Dann kommen die vielleicht alle, die hier so im Umkreis rumrennen. Wo ist er denn jetzt? Da ist einer. Habe ich den jetzt echt geheadshottet? Echt jetzt? Ist der zu Boden gefallen oder ist er losgerannt? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das sah so aus, als ob der losgerannt ist. Okay, der kommt. Aha. Hä? Was ist das denn? Okay, der ist kaputt. Yo, ich kann hier nicht runterschießen. Was ist das denn für eine Kacke? Da war aber doch noch einer, oder? Alle mit der Pfeile im Bauch rum. Das juckt die alle gar nicht. Der hätte auf jeden Fall schon mal Tape fallen. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur nachfüllen zwischendurch mal. Sonst gehen uns die Pfeile aus. Das wäre nicht so cool. Okay, wir müssen uns merken, wo die liegen. Also da hinten könnte eventuell einer liegen. Falls ich den geheadshottet habe, dann liegt... Manchmal hat man keine Orientierung. Dann liegt hier irgendwo einer. Und hier unten müssten es 2 sein. Oder? Ja. Okay, haben wir noch welche hier? Da kommt einer. Der bleibt einfach stehen. So, da war noch was. Was denn?
Yo. Okay, was hat der denn da? Ist das Munition? Hä? Kann ich bitte den Pfeil haben? Hallo. Herzlich willkommen. Oh. Ich falle auch immer wieder drauf rein. So. Noch einer ohne Fahrschein. Farming an der Haustür machen wir heute. Wir brauchen nirgendwo hinfahren, das Zeug kommt nach uns. Scotty läuft da ganz gechillt drin rum, lässt die Tür natürlich wieder sperrangelweit auf. Ist ja scheißegal, Scott. Juckt ja keinen, wa? Du hast Nerven, Junge. So, haben wir noch irgendwo was? Noch ist der Nebel in Gange. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wir haben auf jeden Fall jetzt auch ordentlich Handling Arrows. Wir haben, glaube ich, 16 Stück. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir wieder Banditen sehen, können wir da... Läuft da einer? Da ist, glaube ich, der Busch auf der Straße, ja. Da war was. Wir könnten noch mal einen Schuss Pistole abdrücken. Gucken, ob die hier aus irgendwelchen Ecken... Oder ist einer? Hallo. Na, ich warte, bis du wegläufst. Oh, sind da zwei? Hallo. Wer schießt so schlecht? Oh Mann, ey. So, vier Schuss haben wir. Da ist noch was. Oh, ernsthaft. Ja, das war mal ein Headshot, wollte ich sagen, ne? Da hinten läuft auch noch einer. Aber der ist, glaube ich, zu weit weg, um jetzt hier... Oh, hallo. Ja, hat irgendeiner mal mitgezählt, wie viel wir jetzt hier kaputt gemacht haben? Ich habe, glaube ich, schon den Überblick verloren. Oh, ernsthaft? Hallo. So, einen Schuss haben wir hier noch. Der muss natürlich gleich ziehen, ne? Oh, sind zwei. So, einmal. Zweimal. Bams. Bams. So, jetzt haben wir keine Pfeile mehr. So ein Scheiß. Können wir den hier nicht irgendwie Aha, hallo. Oh, da ist noch einer. Komm, dann hauen wir mal so ein Hunting Arrow in den Kopf. Ja, gut, das... Genau. Er fällt auch einfach nicht um. Wo ist er denn jetzt hin? Der Arsch. Da ist er. Ja, genau. Wie viel hältst du aus, du Esel? Jetzt können wir uns noch Pfeile schnitzen hier, oder was? Das gibt's ja nicht. Dann schnitz mal. Aha, hallo. Warte, bin gleich soweit. Kleinen Moment. So, kleinen Moment. So, jetzt bin ich da für dich. So, hallo. So, ich glaube, es wird hell. Das heißt, wir können gleich sammeln gehen. Das muss, jede Menge muss hier rumfliegen. Alter, was hier rumliegt. Irre. Irre. Überall Viecher abgeschossen. Oh. Oh, oh, oh. Ich habe mir den Fuß kaputt gemacht. Ich wollte da nicht runterhüpfen. Scotty, du Sau. Kümmer dich mal, du Penner. Das kann ja wohl nicht sein. Mann.
Wir brauchen hier Painkiller und Alkohol. Was ist das denn? Echt jetzt? Wir können doch nicht mehr rennen. Was brauchen wir? Die Frage ist, haben wir Alkohol? Ich hatte mal Alkohol, aber ich glaube, ich habe da Bandagen draus gemacht. Oder haben wir hier Alkohol drin? Nein. Ach, so ein Kack. So. Wunderbar. Wir können immer noch nicht rennen, aber egal. Jetzt müssen wir anfangen zu sammeln. So, Hunting Error. Oh, irre. Da falle ich da runter und breche mir den Fuß. Wie schnell das geht. So, Duct Tape, Flaschen. Ich glaube, Flaschen ist auch so das, was sie am meisten fallen lassen. So, was ist das hier? Military Component Box. Crafting Material, okay. Das ist auf jeden Fall was Neues. Das kannte ich vorher so noch nicht. So, Zucker, Potato, lassen wir mal glatt liegen. Brauche ich nicht, ich brauche kein Potato. So, Salz, meine Pfeile, Duct Tape. So, haben wir hier noch was? Ich glaube, hier hinten habe ich noch hingeschossen. Lalalala. Ja, find das mal wieder, ne? Keine Ahnung. Irgendwann stolpern wir drüber. Ist ja auch erstmal egal. Da ist echt der Fuß in den Arsch gegangen, Mann. Das kann doch nicht sein. So, hier war auch noch irgendwo was. Hallo? Rex? Pfeil. Rex, Elektronik, Gedöns. Hang hier nicht auch noch ein Seil, genau, ein Pfeil irgendwo drinne? Ich sehe nichts. Potato, Pfeil. Aber die sind an das einzigste Fenster gegangen, wo... Oh, ich kann mir rennen, sehr gut. So, was haben wir hier? Salz, aha. Das ist ja Ausbeute, ist ja irre. So, wir müssen hier auch noch eine kleine Wand herzwiebeln. Das dient alles zur Sicherheit. Das ist alles vonnöten. So. Wollte gerade sagen, ich habe da irgendwas gesehen. Steckte da ein Pfeil. Müssen wir mal gucken, wie viele Pfeile wir... Oh, die kann man verbinden. Echt jetzt? Cool. Na, da können wir auch so machen. Dann ist das auch zu. Passt das. So, jetzt die Frage. Wie viel haben wir noch von dem Zeug? So, wir haben auf jeden Fall keine Komponenten, keine Stöcker. So, wie viele Pfeile haben wir denn wieder bekommen? So, erstmal equippen. So, Arrows. Da haben wir die. Dann haben wir die und die und die. Und es fehlen ein paar Basics, aber ist ja egal. Das ist egal. So. Müssen wir noch Stöcker craften. Ich weiß nur nicht, was ich mit den Militär-Components anfangen soll, aber das finden wir raus. Irgendwann. Und was wir noch machen, ist auf jeden Fall... Trotz, dass wir da jetzt ordentlich die Fenster verbarrikadieren, repariere ich es trotzdem noch. Weil ansonsten, wenn mal was schief geht oder wenn es doch nichts bringt, dann sind die einfach drinne. Das wäre echt kacke. Deswegen, save the first und ab geht's. Oh Scotty, du hängst jetzt hier aber nicht fest. Ich wollte schon sagen. So, wir müssen Stöcker sammeln. Es nützt alles nichts. Warte mal, hier, wo habe ich eine Axt? Hier ist die Axt. Ja. Ja, find mal Stöcker. Wenn du welche brauchst, findest du keine. Aber wehe, du brauchst keine. Da läufst du nur über Stöcker drüber. Hä? So ein Scheiß. Stöcker. Ach komm, nehmen wir auch mit.
Wir haben auch immer so einen kleinen bisschen in den Wald reinluken. Nicht, dass da der Bär auf einmal irgendwo auf uns wartet oder mal wieder irgendwo spawnt und wieder despawnt direkt. Das ja, ist auch nicht so prickelnd. So, jetzt können wir relativ safe hier rumrennen. Hier waren wir ja schon mal. Aber hier liegt auch gut Zeug rum. Blueberry. Einfach mal alles mitnehmen. Oh, das ist ja hier wie Weihnachten. Mensch. Irre. Steine brauchen wir nicht. So, das ist Jütte. Ich glaube, da hatten wir mal einen Schrank geklaut. Oh. Eine Bottle. Gucken, war hier noch ein zweiter Schrank? Nö, ne? War nur einer. Noch eine Bottle. Was haben wir denn mit den ganzen Botteln? Ja, die Berries, die können wir uns echt schenken. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt 16, 3, 19 Äste. Ja, das geht schon mal. Das geht schon mal. Damit können wir arbeiten. Sehr schön. Ansonsten kloppen wir einfach gleich ein paar Bäume und da fallen ja genug Äste runter. Dann sammeln wir die alle ein. Mhm. Manchmal muss man das einfach machen. Da muss man durch den Wald rennen und Zeug sammeln. So, jetzt komme ich, glaube ich, ins Gebiet des Bären. Da will ich jetzt nicht so reinlatschen. Aber was wir noch machen könnten, hier vorne sind noch ganz viele so Sträucher. Die machen wir noch weg. Pass auf. Da hinten ist er. Da ist er. Der Schweinehund. Oh, keine Stamina. Jetzt kann ich nicht hämmern. Und Kack. So, auf Wiedersehen. Ich hau ab. Kommt, haben wir ein Problem. Gut, ja, das war auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Folge. Wir haben unseren Sniper-Posten ausgetestet. Der funktioniert super. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Jetzt können wir mal gucken. Eat all. Und weg. So. Ah ja, genau. Wir mussten noch ein paar Sticks machen. So, machen wir mal 10. Scotty hat ja keinen Bock zu arbeiten. Müssen wir den Scheiß selber machen. So. Zack. Und jetzt sollten unsere Fenster safe sein. Zumindest vorübergehend. Mal gucken, wie lange das so hält. Und was da noch so passiert. Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir hier... Mal gucken, was wir nächstes Mal... Ich weiß noch nicht. Ich hab mal... Wir könnten eigentlich mal auf die Suche nach... nach der Mine gehen. Das wäre mal eine Idee. Da ist jetzt so viel drauf ausgelegt, dass wir die echt finden müssen. So. Ich sortiere noch ein bisschen ein. Rex, komm hier hin. Ja, oder auf dem Boden. Flaschen. Das hier. Auge rein. Ja, Militär Component Box, keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, was wir damit anfangen sollen. Aber ist ja erstmal egal, denn wir machen uns jetzt aus den 4 Sticks, machen wir uns noch 4 Pfeile. Und dann ist der Tag gelaufen, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und tschüss.